Ich beginne die Lesung mit einem Zitat. Die Glieder sollen trampeln, schlagen und stoßen. Lippen, Finger und Hände sollen saugen, greifen und kneifen. Die Zähne sollen beißen, mahlen und schneiden. Die Augen sollen mit ihrem Blick stechen, durchbohren und töten. Atem und Mund sollen durch Geräusche verletzen. John Rivière, 1936. Ursprünge. Ich beginne mit einem Bruchstück einer Fantasie, die sich in den Bewegungen des Körpers vollzieht, in seiner Wahrnehmung erstreckt, in seinen Sinnen entfaltet. Ich beginne mit Augen, die sich erstmals öffnen, Augen in ihren Höhlen, durch die das Licht fließt, vorbeiziehende Schatten, Tag und Nacht. Es ist das stillschweigend Geschehene. Ich beginne mit einer Selbstvergessenheit, die in den Zellen dieses Körpers verborgen liegt, die niemals erwacht, wenn sich ihr Erbe verdoppelt. Mit der Geburt beginnen einem Ich, das aus einem beseelten Leib heraustritt. Wo nimmt das Denken seinen Ursprung? Wie wird es sprechen, wenn die Sprache wie ein fremder Traum in einer Zeit vergessen liegt, die vorzeitlich war? Ein Körper, der blind in einem anderen heranreift, was spürt er? Er hört die Stimme der Mutter, die singt. Nein, gar nichts. Nein, ich bedauere nichts. Dieses Nichts dringt ein ins Vakuum des Bauches. Mit einer Hand, die sie darauf legt, berührt sie die Fremde in sich. Über der Kuppel ergießt sich ein Sternschnuppenstrom als Spiel ihrer Finger, der wie ein Regen im All geräuschlos versiegt. Wovon träume ich, wenn alles nur Traum ist? Wo beginnt Wirklichkeit? Ist sie roh noch unverdaulich, sucht sie einen Körper, an dem sich ihre Undurchsichtigkeit bricht. Gedanken warten auf eine Denkerin. Sie fängt sie auf, wirft sie fort und schreibt ein Gedicht. Szenische Information, das Gedicht. Das kleinianische Baby, es ist makellos, mürrisch, doch still liegt es in einer Ecke des Raums, es gleicht einer Nuss, die sich schutzlos von einer Hülle umschlossen vorfindet. Jemand öffnet diese Nuss, um es zu erblicken. Dieser jemand wirft die Schale vor, denn dieser jemand sagt sich, das Vergangene rührt sich nicht, es ist vollbracht. Die Vergangenheit fluoresziert. In verschwommenen Gesten umtasten wir den Raum mit unseren Sinnen. Wir erschaffen unsere Wirklichkeit. Vielleicht ist dies alles, was enthüllt werden will. Vielleicht ist es alles, was davon bleibt. Das kleinianische Baby, es ruht. Bald wird es den Bindfaden suchen, der sein zerstückeltes Ich zu einer Wahrnehmung spinnt. Es ist kaum nachsichtig, doch frei von Ungeduld. Es ist hellwach, bisweilen ein wenig mager, doch von leidenschaftlicher Energie. Und was war das Entsetzlichste, fragte es. Das waren die Krähen, sagte der Uhu-Schuhu. Auf einmal hörte ich ihr Gekrächze. Es musste ein ganzer Schwarm sein, 30 bis 40 von diesen heiseren Schreihälsen. Das Gesindel entdeckt mich und merkt, dass ich blind und hilflos bin. Da kommt es herbei, geflattert, umschwärmt mich und krächzt unweigerlich. Die Raben fliegen fort, das Baby liegt im Dunkeln. Es erhebt seine Stimme. Subjektive Information. Das Unbewusste des kleinianischen Babys, das metaphysischen Fieberträumen unterliegt. Ich schreie, ich bin. Ich werde berührt, ich bin. Ich werde gesäugt, ich bin.
Ich lebe in reiner Empfindung, bin zeitlos in meinen Körper gebettet, der sich der Umwelt eröffnet. Ich bin das Äußere, das aus deinem Innen entwuchs, Mutter. Ich bin die Vollendung eines Wunsches deiner Vergangenheit. Vernichte mich nicht. Es ist still, wenn die Mutter ihre Brust wie ein Mondkörper am Himmel entblößt. Das Licht ist milchig und starr. Ein Spiralnebel kreist um unsere reglosen Körper. Es ist die Zeit, die sich dreht. Wir näherten uns langsam der Zone des Lichts. Du bist die Frau, die ich niemals kannte. Du bist meine Mutter. Es gibt noch kein Du, noch kein Ich, alles fließt und verschwimmt. Ich sauge mich fest an den spitzen Bergen deiner Monde, will zerbeißen, was sich emporreckt aus der Luft, denn es schmerzt in meinem Innern ein böses Objekt in meinem Magen, das mich auffressen will. Es grummt, will nicht still sein. Es tut weh, schmerzt, zieht hinauf zu meiner Kehle, stößt säuerlich auf, gluckst, entleert sich zurück in die Welt. Ich kenne die Welt nicht, ich kenne mich nicht. Ich bin ohne Rücksicht, Mutter. Ich spreche keine Sprache. Ich gebe bloß Laute von mir, schreie, dass ich sichtbar bin, dass ein Geräusch meine Angst offenbart. Habe ich Angst? Habe ich Angst, wenn niemand seinen Kopf ins Innere des Bettchens reckt, um mich zu sehen, soll ich sterben? Ich kenne den Tod nicht, doch. Vor meiner Geburt war ich bereits tot. Sag, Mutter, wo war ich? Habe ich die Sternlein geputzt? Sag, weißt du, wie viel Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut? Wie viel Fischlein aus sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie beim Namen, dass sie all ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie verglühten an der hellen Raserei. War es Licht, ein Komet oder ein Kiesel, was rührt es mich schon? Sagen wir, es war ein Kiesel, der uns zum Träumen zwingt, über den wir stolperten. Er ist jener Schatten, der sich über müde Augen legt, die eines Säuglings, der die Mutterbrust im Dunkel noch nicht findet. Es schreit, es kennt sich noch nicht. Es träumt von einem Trauma, das nie geschah, das nicht sichtbar, doch spürbar war auf der Haut. Diese Fremde umhüllt von Fortgeschicktsein. Das Kind hört, wie das Eis bricht, das es betritt, unter dem das Bachwasser rauscht, sprudelt, fast bricht es ein. Es hat ein Geheimnis, die Großmutter weiß es. Sie sagt, dort in der Zeit, dort habe ich all meine Sinne begraben. Hier ist das Jetzt und jetzt ist das Nie. Es ist das Reich des Gedichts. Gibt es ein Außen, wo beginnt es, wo das Innen? Wo verläuft die Grenze jener Reiche? Gibt es einen Raum, der vom Körper getrennt ist? Gibt es raumlose Körper? Gibt es traumlose Räume, die im Körper umherwandern, die da beißen? Gibt es Zeit, eine Vergangenheit, die je von der Gegenwart getrennt ist? Alles will atmen sogleich, will sich lösen aus den Schlingen der Weiden und Wälder, die da zischelten, die da lachten, schrien und stöhnten. Rot-goldene Augen, rot-goldenes Haar. Ich bin eine Spinne am Rande des Raums, um den ich kontaktlos mein Netz aufspanne. Der Raum und ich, wir genügen uns selbst. Daraus ist all das Netz gesponnen. Während ich in deinem Schoß lag, ein schutzloser Käfer auf meinem Rücken, da sprachst du zu mir.
Die Erde war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz. Da sprachst du aus der Stille heraus, Licht werde und Licht ward es. Die Mutter sah das Licht und sah, dass es gut war. Sie schied zwischen dem Jungen und dem Mädchen, zwischen Licht und Finsternis. Und die Mutter rief die Kindlein und sie schrie Tag und Nacht. Sie sprach, es ward so, es gibt kein Warum. Die Gewässer der Sehnsucht wimmelten, ein Wimmeln lebender Wesen in unserem Innern. Und Vogelflug fliege über der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs. Die Mutter war's, die große Ungetüme schuf. Und alle lebenden Regenwesen, mit denen sie schlief, die ihre Sehnsucht bezeugten nach ihren Arten, alle Männer, die sie bestieg, und sie sah, dass es gut war. Eines Tages lag die Sehnsucht im Schoß wie ein Keim, der aus dem Bauche herausbrach, den sie mit Tränen begoss. Noch vor meiner Geburt träumte ich, du warst der Traum, Mutter. Noch im Traum sprach deine Stimme zu mir und sie schrie, verlass mich nicht, schwimm nicht davon, seelenlos, wie du noch bist, von keinerlei Strömung befangen. Alles verfließt, schmilzt, verschwimmt, speist sich aus Quellen, deren Ursprung ich verlor. Eine winzige Ablenkung genügt und der Traum faltet sich zu einem Brief, den niemand erwartet. Objektive Information. Die Denkerin denkt über das Gedicht nach, in dem sich das kleinianische Baby auf ewig wiegt. Denkerin Piumossa, wie kann ich es wagen zu formulieren, ich wollte verstumm ein Säugling sein, der zu sich spricht, ohne zu nennen, der sich ein Schlaflied singt, ohne Noten zu kennen, der eine Melodie summt, um sich selbst eine Mutter zu sein. Kleinianisches Baby, Vivace. Sieh doch, sieh, ich habe Sinne. Ich spüre, fühle mich. Deine von Härchen bedeckte Haut, sie riecht nach Pfirsich und Liebkosung. Nach der Kühle eines Abends im Sommer, einer Dunkelheit, die urplötzlich einbricht, die überrascht, da sie den Wandel unsichtbar macht. Denkerin, dubitando. Ich sehe keine Entwicklung. Kleinianisches Baby, legato. Ich bin eine Puppe verpuppt in einem Kokon auf einem brüchigen Ast, der im Wind zaudert. Ein Windstoß genügt und ich werde fallen, mein Schutzmantel wird zerbrechen. Ich erbaute meine Verwandlung auf instabilem Grund, nennst du mich daher fragil, was also bin ich? Denkerin, andante con grazia, bin ich ein Tier, bloßes Imago eines Gedichts, eines, das seine eigenen Fäden spinnt? Sag, frisst du sie auf, Mutter, die Gedanken? Wenn du sie nicht verdauen kannst, sag, spuckst du? Kleinianisches Baby, cantabile. Sag, pflücktest du Blumen, Mutter? Sahst du jemals ein Feld voller Nelken und zerbarst wie ein Gefäß, das keinerlei Sehnsüchte kennt, nie mehr die Gründe, weshalb man es zusammensetzte als Ganzes, das Gefäß? Wir lernten unser Inneres nun zu spalten in Böse und Gut. Beides galt es zu überwinden. Wir waren Teile, Objekte, wurden zerlegt, fragmentiert, waren Scherben ohne Leim. Nun jedoch sind wir getrennt. Wir haben uns einsam gemacht an der Leere des anderen, doch wir besiegten unsere Ängste an der Schwelle zur Welt. Wir lernten, ihre Türen zu verschließen. Draußen bleibst du, Hass, dort wird es kalt sein, erfrieren wirst du. Kristalle werden deine Mundwinkel wie stille Mahnmale bedecken, auf das du schweigst, gefälligst für immer. Ich traure nicht mehr um dich. Die Schuld ist gestorben am Rande der Welt. Sie fand den Weg nicht bis zur Tür. Meine Haut, Mutter, ist undurchdringlich. Nie dringt dieses Außen nach innen, eines, das schmerzt.
Ich bewahre den Schlüssel wie ein Wort, das unausgesprochen, unverzeihlich, wie eine Schneeflocke auf der Zunge zergeht. Eine, die ich lieblos für alle Zeiten verschlucke. Danke, Lisa, für diese Gedichte. Ich habe mir so ein bisschen was dazu notiert. Sind für mich Texte, die das zur Welt und zur Sprache kommen umkreisen. Texte, als würden sie aus dem Mutterleib kommen. Texte wie Wiegenlieder. Texte über das Fließen und das Zwischen. Zwischen, innen und außen, Körper und Raum, ich und du, Kind und Mutter. Und der Gedichtzyklus, den du vorgelesen hast, trägt den Titel Ursprünge. Darin auch die Frage, wo nimmt das Denken seinen Ursprung? Und mich interessiert nun natürlich, wo liegt der Ursprung dieser Texte? Was war der erste Funke und was wurde dann zum ersten Vers? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie ist es dann weitergegangen? In diesen Gedichten taucht ja immer wieder das kleinianische Baby auf. Und weil ich ja Psychologie studiert habe und auch als Psychologin arbeite in der Psychiatrie, liegt der Ursprung eigentlich dieser Gedichte oder auch allgemein des Schreibens immer wieder auch in der Psychoanalyse. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich auseinandergesetzt mit der Theorie von Melanie Klein. Melanie Klein gilt neben Anna Freud als eine der Begründerinnen der Kinderanalyse. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ein Buch gelesen über Melanie Klein und ein Schüler von ihm, Wilfried Bion, die sich eben beschäftigt hatten mit diesen frühen Prozessen des Denkens und Fühlens und wie das Denken auch aus diesen somatopsychischen Prozessen des Körpers, der Körpersprache erwächst. Und ich weiß nicht, wann es genau seinen Ursprung genommen hat. Ich hatte das damals notiert in mein Notizbuch, einige Verse, und dann ist das recht schnell entstanden eigentlich, ein Großteil der Verse. Ich habe immer meine, ich würde sagen, vielleicht magischen 15 Minuten und dann sprudelt das alles heraus und dann macht es alles wieder zu. Und dann kommt die Überarbeitung und dann das Fügen von anderen Textzeilen in den bereits bestehenden Text. Woher das Ganze kam, weiß ich nicht, aber das ist ja, glaube ich, genau der Reiz, dass ich nicht sagen kann, aus welchem Eck meines seelischen Raums diese Texte eigentlich gekommen sind und wer oder was da gesprochen hat, das weiß ich im Grunde nicht. Aber weißt du noch, also gibt es sozusagen noch das Erste, was du notiert hast jetzt in diesen Texten, würde mich interessieren. Ich kann mich nicht erinnern daran. Okay. Aber ich habe mich aufgehalten bei der Frage, Melanie Klein beschäftigt sich mit dem Begriff der unbewussten Fantasie. Und ich fand das eine unwahrscheinlich poetische Vorstellung. Wie ist die Fantasie unbewusst? Ein Schüler von ihr, den ich schon erwähnt hatte, Wilfried Bion, geht davon aus, dass das Kind im Mutterleib bereits fantasieren kann und in dem Sinne unbewusste Fantasien in sich trägt, beispielsweise von der Brust. Das heißt, wenn das Kind auf die Welt kommt, der Säugling, und zum ersten Mal in Kontakt tritt mit der Mutterbrust, ist das sowohl die erste Erinnerung als auch die Erfüllung der ersten unbewussten Fantasie. Und damals hatte ich mich so ein bisschen gestört an diesem Begriff der unbewussten Fantasie, weil ich dachte, was ist der Unterschied zwischen Fantasie und Instinkt? Und daran habe ich mich so ein bisschen entlanggehangelt und da sind diese Texte auch entstanden. Und ich weiß ja, dass dieses Schreiben eigentlich wenig mit Instinkt zu tun hat, aber mehr mit diesem unbewussten Fantasieren. Und das ist, glaube ich, auch der Boden dieser Texte. Okay. Und das ist ein Zyklus, den du vorgelesen hast. War dir da auch schon ziemlich früh klar, dass das eigentlich gar nicht aufhört und dass es sozusagen immer weitergeht und dass da dass das ein Zyklus wird, sozusagen? Ich wusste, dass es ein Zyklus werden soll. Es hat sich dann auch, wie ich schon erwähnt hatte, einige andere Zeilen sind da reingewandert und auch diese Wiegenlieder, die du schon erwähnt hattest, oder Ottfried Preußlers, das kleine Schlossgespenst, ja. Und
auch am Ende beispielsweise Malina von Ingeborg Bachmann, was immer wieder auftaucht und eben auch um diese Frage der weiblichen Identität kreist zwischen Frau sein und Mutter sein und junger Mädchen, ja, und das sind immer wieder, aber wo das anfängt und wo es aufhört, ich bin jemand, ich habe nicht wirklich einen Plan beim Schreiben und ich kann mich nicht hinsetzen und schreiben und denken, ich schreibe über dies oder jenes und es ist irgendwann abgeschlossen gewesen, aber ich hatte keine Vorstellung davon, aber auch generell nicht, was ich schreiben will. Es geschieht und passiert, aber ja. Aber du hattest, also bringst meine Fragen gerade alles ein bisschen durcheinander, aber das, glaube ich, gehört dazu. Du hast ja schon von den Bezügen erzählt, du hast von dem kleinianischen Baby und Melanie Klein erzählt und den Theorien, mit denen du dich beschäftigt hast. Und dann habe ich halt auch ganz viele andere Bezüge darin entdeckt. Ich fand es auch total witzig, dass das aus dem kleinen Gespenst war zum Beispiel und dann aber eben aus der Psychoanalyse und auch was aus der Bibel und dann sagst du noch Marlina und so. Das heißt, wie sieht dein, also ich finde das Leben, Lesen, Schreiben ja eigentlich immer so irgendwie ineinander übergeht. So geht es zumindest mir. Und du sagst, du hast dann natürlich keinen konkreten Plan, was du schreibst, aber du hast ja sozusagen, also du hast ja so ein, du lebst ja und du liest und bewegst dich sozusagen so dadurch. Und das heißt, irgendwo im Hinterkopf bildet sich dann wahrscheinlich sowas und dann findet das irgendwann in diese Form? Oder wie würdest du das daran arbeiten, beschreiben? Also ich glaube, der Grundtext ist entstanden innerhalb dieser 15 Minuten. Und dann, ich schreibe nicht sonderlich häufig, ich warte immer, bis dieser Zeitpunkt kommt, wo alles aus mir rausbricht. Und im Prinzip, davon handeln ja auch diese Texte, dass es auch um sehr viel Unverdauliches geht und dass das alles im Körper irgendwo an irgendeiner Stelle gespeichert ist und in Form von Energie dann irgendwann in die Sprache mündet und fließt. Und ich weiß auch nicht, ich habe danach natürlich an den Texten gearbeitet, aber das ist eine Arbeit, die mir eigentlich im Grunde auch nicht... ja, darf man das sagen, gefällt, weil ich diesen grundlegenden Impuls erhalten will, der Intuition, dass etwas herausfließt, was ich nicht verstehen kann, was ich nicht leiten möchte in irgendeine Richtung oder wie auch immer, weil das ja genau die Magie in der Poesie eigentlich auch darstellt, zu wissen, ich bin im Kontakt mit dem Unbewussten in mir selbst und die Sprache spricht und nicht ich bin es, die spricht. Was daraus dann entsteht, will ich nicht lenken und demnach auch nicht zu sehr in eine Form pressen, obwohl das Gedicht, der Zyklus natürlich eine Form hat, aber es ist diese Künstelei danach, dieses Arbeiten, es ist immer was mir nicht zusagt. Mhm. Mhm. Verstehe ich, weil es ja natürlich konträr ist zu dem, was dich eigentlich daran zu reizen scheint. Und du machst es aber trotzdem. Warum? Also, es muss sich ja irgendwann fertig anfühlen, aber es ist trotzdem es geht um dieses Gefühl zu wissen, es ist abgeschlossen und es ist dann im Außen und ich kann es dann beiseite legen und weiß, es hat seinen eigenen Status irgendwo im Außen eben und alles andere wäre, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, aber es würde mich nicht loslassen. Das heißt, wenn du diese 15 Minuten hast, dann hast du aber trotzdem wahrscheinlich, hast du dann erstmal so ein Gefühl, ah wow, das ist jetzt irgendwie erstmal so gut. Und dann lässt es dich aber noch nicht richtig los und du weißt, eigentlich musst du nochmal rein und du musst es irgendwie nochmal, musst es ein bisschen stutzen oder? Es ist so vielleicht, als würde man skizzieren, aber man hat die grundlegende Skizze von einem Bild, von der Leinwand schon vor Augen und man weiß, man straffiert jetzt alles nur noch aus und füllt die Flächen und bessert aus und so ist dann der ganze Prozess eigentlich in meinem eigenen Schreiben. Aber die eigentliche Arbeit passiert, wenn ich schreibe und alles beginnt mit dem ersten Satz und auf den ersten Satz folgt dann der nächste Satz und das schreibt sich dann. Mhm. Und trotzdem haben sie ja auch eine bestimmte Rhythmik, diese Texte, und einen sehr schönen Klang, der ist wahrscheinlich, also liest du die Texte auch direkt laut vor? Häufig, weil ich weiß, ich kann im Nachhinein nicht diese Rhythmik erzeugen. Ich finde dann diesen Rhythmus auch eigentlich nicht mehr, aber er ist dann irgendwie schon, es ist ein Gefühl von, es ist schon gespeichert im Körper. Und es fließt dann in die Hand und es ist aber ein natürlicher Vorgang. Und ich glaube, dieses Nachbessern und
Ausschraffieren ist eben für mich was sehr Künstliches und ich weiß, dass es dieses vermeintlich Künstliche braucht, um das Gedicht dann auch zu vollenden, aber der natürliche Impuls ist für mich immer der, der mir am nächsten ist. Mhm. Ich frage mich auch gerade, ob es auch was damit zu tun hat, dass du diese Texte irgendwann dann auch an ein Du gibst oder an zum Beispiel uns alle gerade und dass das, dieser erste Prozess ist ja sowas komplett Innerliches aus deinem Körper heraus sozusagen. Und das ist, ob es dann sozusagen wie auch nochmal so einen Prozess braucht, damit es danach irgendwie, du es jemand anderem geben kannst. Verstehst du, was ich meine? Also denkst du, dass es auch was damit zu tun hat? Du meinst, dass ich ein Gegenüber brauche? Irgendwie um, es ist ja so sehr intim auf eine Art, dass du da was aus dir rausholst, was irgendwie so aus einer ganz krassen Sphäre oder so kommt. Und das klingt jetzt, wow, okay. Nee, genau, und dass es sozusagen dann nochmal wie so weltlicher was, wird, oder? Ja, weiß ich nicht, genau. Dass es irgendwie so mehr zu so einer Sprache kommt, die auch jemand anders dann verstehen und lesen kann. Ich weiß gerade nicht, ob ich es ein bisschen hänge, aber ich, genau, frage mich gerade, ob dieses, weil du sagst, es ist so total intuitiv und es kommt so aus dir rausgeflossen. Und jetzt ist es zum Beispiel hier und wir haben es gehört und dazwischen ist noch was geschehen. Und was ist das, was dann zum Beispiel dazwischen geschieht? Ob es nicht auch was damit zu tun hat, dass es dann irgendwann zu jemandem anderen geht und von dir weg? Aber ich habe die Frage zwar immer noch nicht verstanden, aber ich versuche sie zu beantworten. Ich glaube, es entsteht ja doch dann immer was Neues auch. Und das ist ja, wenn ich es jemandem vorlese oder auch in einem Raum, es ist ja ein Raum, der dann nochmal eine neue Dimension, die sich da aufspannt im Grunde zwischen dem Gegenüber und mir und der Intimität. Und gleichzeitig das Schöne daran ist ja, glaube ich, im besten Falle an der Poesie, dass sie dann doch irgendwo auch verbindet. Und ich weiß, dass jede Frau sich vielleicht auch ein Stück weit wiederentdeckt in diesen Texten. Und auch wenn ich gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht habe als Frau, dass ich das dennoch nachspüren kann in der Sprache, in diesem Sinne, von, in einer Art von unbewussten Fantasie dann auch letztlich. Also ich kann ja nur sagen, dass ich habe ziemlich viel Verbindung zu diesen Texten gespürt und es ist so auch wirklich sehr viel Körperliches irgendwie so bei mir angekommen. Und genau, das vielleicht auf jeden Fall noch als Rückmeldung, dass ich das total spüre. Ich habe jetzt so noch so ganz große Fragen und irgendwie so konkrete. Möchtest du lieber eine große Frage zum Abschluss oder konkrete? Ich bin gespannt auf die große Frage. Was ist für dich ein Gedicht? Oder ansonsten wäre die Frage, die damit zusammenhängt, so was dich an einem Gedicht reizt, kann ja vielleicht auch dahin führen, was es für dich ist. So. Und ich meine damit jetzt nicht, es besteht aus Rhythmik und sondern... Warum machst du das? Was fasziniert dich daran? Also ich versuche mich ranzutasten an die Frage. Ich glaube, worum es mir ging auch in diesem Zyklus, ist, ich habe häufig das Gefühl, und auch wenn ich das sage, ich habe häufig das Gefühl, dass ich auch Lyrik lesen kann und ich bin dann vielleicht affiziert auf einer geistigen Ebene, dass ich weiß, da gibt es eine gewisse Rhythmik etc., aber es ist nur auf der Ebene des Kopfes geblieben und mir ist es wichtig, dass ich wieder zurückkehren kann zu diesem ursprünglichen Gefühl, dass das, was auch die Lyrik für mich auszeichnet, ist diese Körperlichkeit, auch das Gefühl und mein Wunsch ist da immer, dass das Denken mit dem Fühlen wieder zu verbinden und auch die Sprache sehr körperlich zu fühlen und was ein Gedicht ist. Im Grunde kann ich sagen, ich fühle, was ein Gedicht ist und ich fühle die Magie schon in der ersten Zeile. Was es genau ist, ist genau das, was ich spüre es. Und ich bin da ganz im Intuitiven und Affektiven und möchte das auch gar nicht intellektuell ergründen. Und ich weiß, da spannt sich ein Raum auf, den ich nicht kenne und ich möchte diesen Raum erkunden und vielleicht die Brücke nochmal zur Psychoanalyse. Ich habe häufig das Gefühl, auch gerade weil ich in einer Klinik arbeite, in der Psychiatrie, die verhaltenstherapeutisch orientiert ist und ich da die Einzige bin, die analytische Ausbildung auch macht. Die Analyse ist für mich immer auch eine Form von poetischer Wissenschaft, weil ich das Gefühl habe, dass die Psychoanalyse den Glauben sozusagen an die Poesie im Mensch noch nicht aufgegeben hat, gerade weil beispielsweise in der Verhaltenstherapie mehr das Verhalten zählt oder Lernprozesse, ja, und das eben
eine Form ist, soll man sagen, es ist manifester als das, was quasi, wonach sich die Psychoanalyse richtet. Mhm. Und das ist das Verborgene, das Magische, das Unbewusste. Und das ist was ich mit Sprache ausloten möchte und einfangen möchte. Und das sind gerade die Dinge, die ich nicht weiß und die ich im Grunde auch nicht vollkommen wissen möchte. Und ich glaube, das ist auch das, was den Reiz eines Gedichtes dann schlussendlich ausmacht. Mhm. Würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich glaube, ja, das waren ungefähr 20. Wir enden mit der großen Frage. Ja. Genau. Die du sehr gut beantwortet hast. Vielen Dank.